Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der Uni So Me, also ehemals Welcome Box, jetzt Social Media Edition Box, für euch. Das ist nämlich die Box, die man bekommt, wenn man die Box ganz neu abonniert. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe gerade den Umkarton entfernt und habe diese wunderschöne mintgrüne Box gesehen, spricht mich erstmal direkt an. Also da bin ich schon on fleek, hyped, wie auch immer man das sagen möchte, ne? Und dann hat sie halt auch noch diese marmorierte Geschichte. Ich hoffe, dass ihr halt auch genau diese Umverpackung bekommt. Aber ich denke schon, denn ihr könnt diese Box, wenn ihr sie jetzt neu abonniert, über meinen Link in der Infobox bekommen und bekommt dann auch genau diesen Inhalt, ne? Also das ist auch wirklich nur über den Link in der Infobox dann möglich, weil das halt die SoMe, die Social Media Edition ist. Und genau, ihr bekommt dann auch die erste Box für 9,95 €. Das ist auch ganz abgefahren, denn normalerweise kostet die Mitgliedschaft 19,95 €. Die Box erscheint monatlich, enthält 5 Beauty-Produkte im Wert von mindestens 70 €, wovon wir eigentlich 2 immer in Originalgröße haben. Meistens sind es aber mehr als 2. Und wir haben hier vor allem Pflege drin enthalten. Das ist eine dänische Box. Und jetzt mittlerweile kommen auch immer mehr neuere Produkte, neuere Marken auf uns zu, was ich sehr, sehr feiere. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier in dieser Box aussieht. Denn diese SoMe Edition bzw. die Welcome Box beinhaltet dann halt Produkte, die wir als Abonnenten, ich habe die ja regulär auch im privaten Abo, ne, schon kennen, aber die dann halt auch sehr gut bewertet wurden von den Mitgliedern, was ich eigentlich auch ganz nice finde. Genau, so kann man nämlich auf jeden Fall die neuen Mitglieder warmherzig willkommen heißen. Und ja, ich bekomme sie in der Kooperation und deswegen habe ich halt die Möglichkeit, euch diese Box vorzustellen, monatlich tatsächlich. Und also die für die Neukunden halt, ne, weil ich selber halt eigentlich keine Neukundin bin. Und das heißt, wenn ihr den Link auch verwendet, um die Box zu abonnieren, bekomme ich darüber auch eine kleine Provision. Also, ne, damit würdet ihr mich halt auch unterstützen, nur der Transparenz halber, dass ihr Bescheid wisst. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich mag nämlich auch gerne diese ganzen nordischen Marken zu entdecken. Manchmal ist es aber auch ziemlich abgefahren, dass man dann hier ein Produkt drin hat von einer holländischen Marke, was in Italien produziert wurde. Das ist so eine richtig schöne internationale Box manchmal, Mensch. Und hier wird man dann auch schon mal begrüßt. Hey, herzlich willkommen, du kümmerst dich um dich selber, finde ich großartig. Das ist jetzt auf Englisch, aber wenn du die Box halt im Abo hast, dann kannst du den QR-Code scannen und hast dann da schon so ein paar deutsche Einführungsworte halt auch mit dabei. Und da sind die Produkte auch schön aufgeführt. Und ja, da wird immer an Verpackungsmaterial gespart, was der Umwelt zuliebe immer sehr freundlich ist. So, ja, und in der SoMe Edition haben wir auch ein paar mehr als nur 5 Produkte drin enthalten. Wir starten mit einem Produkt von Flanerie. Das ist eine, ist das nicht eine französische Marke? Frankreich. Ja, siehst du wohl. Made in Italy for Flanerie. Hier hast du wieder die Internationalität am Start, ne? Das ist Lily Bloom Hyaluronic, ein Vivifying Serum. Und Leute, diese 30 ml werden sehr, 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 sehr hochpreisig sein. Holla die Waldfee, das ist nämlich eine echt teure Marke. Ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe die Marke tatsächlich jetzt auch schon öfters mal in den Händen gehalten. Und wenn die so teuer ist, dann soll die bitte auch was bewirken, ne? Genau, finde ich aber schön. Hyaluronsäure kann, glaube ich, auch wirklich jeder gut vertragen. Und das ist halt auch die Sache, wenn man halt so eine Einstiegsbox hat, wäre es immer sehr wünschenswert, dass da auch Produkte drin enthalten sind, die jeder verwenden kann und will, ne? Und da zählt ein Hyaluronsäure-Serum auf jeden Fall zu. Sowas gibt halt Feuchtigkeit in die Haut, kannst du am besten auftragen, wenn die Haut vorher einen Toner drauf bekommen hat und vielleicht noch ein bisschen feucht ist. Und darüber kannst du dann halt deine Augencreme und Gesichtscreme auftragen und morgens den Lichtschutzfaktor. Hier haben wir auch eine entsprechende Tages- und Nachtcreme von La Rosée. Eine Gelcreme, die Feuchtigkeit spenden soll, was jetzt auch ziemlich gut geeignet ist, ne? Ja, mit organischem oder mit natürlicher Gurke. Auch das ein französisches Produkt. Sehr, sehr interessant. 60 ml haben wir hier drin enthalten. Also wenn du die morgens und abends verwendest, dann hast du quasi für morgens 30 und für abends 30. Oder man verwendet sie halt nur morgens, wenn man abends etwas Reichhaltigeres braucht, so wie das bei mir zum Beispiel der Fall ist. Ich bin mal gespannt, wie sich sowas dann auch mit Lichtschutzfaktor zusammen verträgt. Ne? Oh, guck mal, hier steht es auch drauf. Feuchtigkeitsspendende Gelcreme, Augenkontakt vermeiden, bei Augenkontakt mit klarem Wasser ausspülen. Ja, vor Hitze und Licht geschützt aufbewahren. Ja, definitiv kein Problem für mich. Genau, falls ihr übrigens eines dieser Produkte auch schon kennt, dann schreibt gerne eure Erfahrung damit in die Kommentare, ne? Ja, also das können können alle gut gebrauchen, genauso wie ein Lippenbalsam. Ob das jetzt unbedingt einer von Marie Stella Maris sein muss,
weiß ich nicht, ist nämlich auch recht hochpreisig. 12 ml Moisturizing and Repairing finde ich für abends ganz schön. Oder wenn ich mir den für morgens in meinen Badezimmerschrank reinstelle. Weil für unterwegs mag ich diese Applikatoren nicht ganz so gerne. Ne? Also ich nehme mir das meistens mit dem Finger halt raus und gebe mir das dann so auf die Lippen. Das ist unterwegs, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so schön, weil ich selten so ein Waschbecken in der Handtasche habe, um mir die Hände vorher zu waschen. Aber ja, finde ich tatsächlich auch sehr praktisch. Jetzt gerade können wir alle auch Lippenpflege gebrauchen. Noch cooler wäre es gewesen, wenn die hier vielleicht Lippenpflege mit einem Lichtschutzfaktor reingepackt hätten. Dann habe ich hier noch ein Pflegeprodukt drin, und zwar für den Körper. Kui Shi Soothing and Refreshing After Sun mit Aloe Vera. Oh, richtig cool. Ich mag gerne solche Aftersun-Geschichten. Die trage ich auch gerne einfach so als Bodylotion, auch wenn ich jetzt nicht vorher groß in der Sonne war. Da haben wir drin 100 ml und ja, sowas kann man einfach sehr schön abends als Bodylotion verwenden. Denn selbst wenn man jetzt nicht unbedingt direkt in der Sonne war, kann es ja sein, dass die Haut oder der Körper generell warm geworden ist, auch wenn man sich jetzt hier drin aufgehalten hat, die Jalousien runter hatte, ne? genau, also da kann ich sowas trotzdem einfach ganz gut gebrauchen, weil es halt so eine gewisse Feuchtigkeit noch gibt, erfrischend ist und jetzt nicht irgendwie, also eben dadurch, dass es halt so ein Aftersun-Gedönsen ist, ist es meistens auch was recht gut einzieht. Ne? Ich finde es cool, wirklich. So, dann habe ich hier etwas Altbekanntes, und zwar von Sandstone. Ist das ein Infinite Summer Bronzer in der Farbnuance 36. Mutig, das tatsächlich hier so mit reinzupacken, weil schaut euch mal die Farbe an. Ja, also wenn man halt so wie ich vom Hautton eher so durchsichtig ist, dann ist das etwas schwierig. Den kann ich nicht als Bronzer verwenden, ne? Nein, da machen wir uns jetzt mal keine Illusionen. Das kommt nicht in mein Full-Face Beauty Boxen mit rein. Der wird dann demnächst mal verlost werden. Wow. Ich habe den aber, glaube ich, in einer anderen Farbe noch da. Das heißt dann, der in meiner Farbe ist, der kommt dann mit rein. Kann man bestimmt aber sonst als Monolidschatten verwenden. Du hast hier halt 3 Gramm drin enthalten. Das wird auf jeden Fall funktionieren, ne? Wenn man den halt so drin hat und sich denkt, was soll ich damit? Monolidschatten für die Lidfalte geht eigentlich so ein Ton immer. Aber ist abgefahren. Dann habe ich hier noch ein Eyeshadow-Gedönsen drin. Und zwar von Tease. Das ist eine ganz interessante Marke. Die haben wir öfters mal in dieser Box drin enthalten. Und zwar ist das das Thrill Eyeshadow Duo mit 3 Gramm. Edge of Ecstasy steht hier hinten drauf. Und das scheinen mir auch Farben zu sein, ja, das hatten wir nämlich schon mal drin. Das scheinen mir Farben zu sein, die auch sehr gut alltagstauglich sind. Hier haben wir dann dieses kleine Duo und da sind dann auch 2 Töne drin. Ein dunkler matter Ton, gut, der ist jetzt sehr ähnlich zum Bronzer, und ein heller schimmernder Ton, der mir persönlich zu dunkel für den Innenwinkel wäre. Aber wenn man halt so drüber nachdenkt, dass man einfach einen schnellen Büro-Look zum Beispiel schminkt oder generell einen Arbeitslook, ne? Da macht man sich halt einfach vielleicht einen matten Ton in die Lidfalte und einen schimmernden Ton drauf. Das hätte ich jetzt auch so ähnlich mit dem machen können, und dass es Huda Beauty läuft. ja, ne? Deswegen, also ist eine schöne Sache für den Alltag. Und ich glaube, dass viele sich auch immer drüber freuen, wenn wir hier Lidschattenpaletten oder sowas drin haben. Ne? Das ist immer eine coole Nummer. Deswegen finde ich das schön, dass wir das hier mit drin enthalten haben. Und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, das 7. Produkt. Irgendeins dieser Produkte, und das habe ich euch dann auch entsprechend markiert, bekommt ihr dadurch, dass ihr das halt über mich auch bestellt. Also das packen die halt auch immer so mit in die Box mit rein. Und das sind dann auch die kompletten Produkte, die ihr bekommt, wenn ihr die Social Media Edition, die So Me Edition über meinen Link in der Infobox bestellt. Von Zarco Beauty bei Oli habe ich hier nämlich ein Nail and Cuticle Oil. Das müsste ich aber noch da haben. Das finde ich immer sehr schön. Das mache ich mir gerne so abends, bevor ich ins Bett gehe, auf meine Füße zum Beispiel drauf. Und das kann ich sehr gut gebrauchen. Denn jetzt gerade laufe ich zum Beispiel relativ viel auch barfuß und so, und ich merke das halt abends, dass meine Füße halt noch trockener sind, als sie normalerweise schon sind, und ich mache mir ja schon jeden Abend Fußcreme drauf. Das heißt, meine Nägel, meine Nagelhaut und so weiter, die muss ich nochmal extra pflegen, und da kommt sowas wirklich gut. Also finde ich auch sehr passend, gerade mit Hinblick darauf, dass wir jetzt ja vielleicht auch eher offene Schuhe tragen, die Füße mehr zeigen und da vielleicht auch etwas mehr Liebe reinstecken sollten. Und das sind jetzt einmal die Produkte gewesen. Es sind alles Produkte, abgesehen vom Bronzer, bin ich ehrlich, die jede und jeder verwenden kann. Ganz unabhängig davon, welcher Hautton man ist, also welcher Hautton, welcher Hauttyp, ne? Genau, abgesehen vom Bronzer. Gut, den kannst du als Lidschatten zweckentfremden. Trotzdem hätte ich jetzt mir lieber etwas Universelleres gewünscht. Schreibt gerne eure Meinung zu der Welcome Box, zu der So Me Edition. Ich komme da immer noch ein bisschen mit durcheinander. Die haben das jetzt umbenannt, in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Auch vielleicht, welche Produkte ihr euch in so einer neu abonnierenden Box wünschen würdet, ne? Das würde mich auch mal interessieren.
Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Ihr Lieben, wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.